Ja, herzlichen Dank, Herr Tessel, für die hohe Hürde, die hier schon mal aufgelegt wurde. Meine Damen und Herren, also das erste Kompatibilitätsproblem haben wir gelöst. Das ist schon beeindruckend und auch nicht selbstverständlich. Herr Tessel hat es schon gesagt, ich bin seit vielen Jahren ein Freund der Bewegung und verstehe mich auch in der Tat als angewandter Forscher. Meine Rolle, ich bin seit einiger Zeit jetzt ordentlicher Professor für angewandte Informatik an der Universität Bremen im Fachbereich Informatik und mein Schwerpunkt heißt Informations- und Wissensmanagement in der Bildung. Und aus dieser Perspektive schauen wir eben auch eigentlich stark aus Organisationsentwicklungssicht auf das, was zwischen IT, Pädagogik und den entsprechenden Strukturen stattfindet. Vielleicht zum Einstieg ein paar Worte zu dem Institut. Es ist eine gemeinnützige GmbH, die das Land Bremen gegründet hat, um Forschungsergebnisse stärker in die Praxis zu bringen, also so ein klassisches Transferinstitut. Wir haben einen ganz merkwürdigen Gesellschafter, dessen Namen kaum aussprechbar ist und die Struktur kann ich gerne in der Kaffeepause erklären, aber ob Viertelstunde reicht, weiß ich nicht. Wir beschäftigen uns eigentlich mit zwei Teilbereichen. Das eine ist das, was man mit E-Government bezeichnet, also die Modernisierung von Verwaltungsstrukturen durch IT-Einsatz. Dafür steht stellvertretend der Kollege Herbert Kubitschek. Und weil das eine E-Government heißt, muss man das andere auch Englisch nennen. Also das, was in den USA eigentlich und in Großbritannien selbstverständlich als auch als Schwerpunkt in der Forschung und Lehre definiert ist, nämlich Educational Technologies. So etwas gibt es bei uns nicht. Es gibt keine Bildungsinformatik. Es gibt überhaupt gar keinen Lehrstuhl für Bildungsinformatik, was schon interessant ist. Aber da können wir später nochmal drüber reden. Wir haben über 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mittlerweile, die von B wie Behindertenpädagogik agieren, nämlich im Bereich barrierefreies Design von E-Learning-Applikationen, nicht ganz unerheblich, und da brauchen wir Fachleute aus dem Gebiet, über Informatikerinnen und Informatiker, Politikwissenschaftler und wir haben sogar Lehrer, soll man nicht für möglich halten. Und wir sind nicht nur eine solche gemeinnützige Institution, sondern wir haben schon in unserem Organisationshandbuch festgeschrieben, dass wir zum SV Werder Bremen stehen. Und das kann ich mir natürlich nicht verkneifen, hier der Vize-Herbstmeister. Man sieht das nicht so ganz so schön, das ist eine wunderbare Skulptur der Bremer Stadtmusikanten, ein bisschen schal, ein bisschen dunkel, aber vielleicht nachher bei den PDFs können Sie das sehen. Das ist, steht wirklich im Organisationshandbuch, jeder, der neu bei uns anfängt, muss das unterschreiben. Worüber reden wir heute oder worüber will ich ein bisschen versuchen, die Latte, die Herr Tessel schon gelegt hat, sagen einigermaßen zu überspringen, vielleicht auch mit technischen Hilfsmitteln. Es ist so, als ich gefragt wurde, ob ich heute hier was erzählen kann, vor geraumer Zeit von Herrn Stops, habe ich gesagt, was soll ich hier erzählen? Das sind die ganzen Profis. Also da kommt jetzt, typische Situation, da kommt jetzt ein Prof und der weiß alles besser und das ist eigentlich nicht meine Rolle und ist auch nicht mein Selbstverständnis, sondern Sie sind die Profis. Also habe ich mir überlegt, ich muss irgendwas machen, was vielleicht nicht unbedingt neu ist, aber bestimmte Fäden zusammenführt. Mal sehen, ob es mir gelungen ist. Bisschen was zur Ausgangslage, Herr Tessel hat ja auch schon was dazu gesagt. Ich habe mal mir überlegt, wie sieht denn eigentlich so ein Prozess aus Sicht von Schule und der beteiligten Institutionen aus, von der sozusagen Software- und E-Content-Überlegung bis zum Betrieb dieser Infrastruktur, wer ist da eigentlich beteiligt? Da habe ich ein paar Beispiele mir überlegt, wie man das bewerten kann. Ich habe aus einer aktuellen Studie ein paar Ergebnisse aus Sicht der Schulen, es ist hochinteressant, wie Schulen Software und E-Content besorgen. Ich versuche immer Software und E-Content zu sagen, weil das im Kontext auch dieser Tagung nicht immer ganz klar ist, was E-Content ist oder was ist Software. Oh, besser? Noch näher? Oh je, dann werde ich ja noch lauter. Okay, alles klar, dann mache ich das noch ein bisschen näher dran. Ja, also Einschätzungen aus Schulen, was so ein paar Illustrationen aus einem großen deutschen städtischen Schulträger, Name wird nicht verraten, und natürlich schließen mit einem Fazit. Ich hatte auch in meiner Initialdokumentation, die Sie ja auch beiliegen haben, gesagt, es gibt im Prinzip vier Integrationsdimensionen, mit die man da berücksichtigen muss, pädagogisch, technisch, rechtlich und organisatorisch. Mein Schwerpunkt ist eher organisatorisch und umfasst eigentlich alle diese Teilbereiche und da will ich ein bisschen versuchen, darauf einzugehen. Schulen ans Netz wird im nächsten Jahr 12 Jahre alt als Initiative, eigentlich sogar noch ein bisschen älter, wenn man den Ursprung ansieht. Was haben wir bisher erreicht?
einige Rechner in den Schulen, im Vergleich zu anderen internationalen Vergleichsländern im OECD-Bereich wenig, eher sogar sehr, sehr wenig. Aber das ist ja das Henne-Ei-Problem, ob das irgendeine Auswirkung aufs Lernen hat. Schulnetz.net hat Fortbildung, das wissen Sie alles. Es gibt schon, deswegen sitzen Sie auch hier mit kommunalen IT-Dienstleistern, einige erfolgreiche Modelle für den technischen Support. Die Großteil der Belastung, allen Studien zufolge, ist nach wie vor auf der Lehrkraft, auf der individuellen und deren Freizeit. Eigentlich weder finanzierbar noch verlässlich. Trotzdem ist es im Moment immer noch Stand der Dinge. Es gibt so etwas wie ein grundlegendes Verständnis über IT-Folgekosten. Ich glaube, in dieser Runde ist das nicht nur grundlegend das Verständnis da, sondern wird aktiv vorangetrieben, dieses Problem. Das gilt nicht für alle Kämmerer, nach wie vor nicht. Also wir haben immer noch mit Projekten zu tun, die jetzt feststellen, dass ihre Projektmittel auslaufen und dass IT Geld kostet, dauerhaft. Gibt es das? Ist irgendwie immer ein bisschen zu belächeln, aber es gibt es. Und, das ist ja der letzte Punkt, deswegen sind wir hier, Content. Was waren die damaligen Ziele und Erwartungen? Also sowas wie selbstverständliche Integration, Herr Tessel hat es genannt, da sind wir noch nicht in Schule. Was heißt aber selbstverständlich und Integration ist auch aus Sicht von Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern äußerst schwierig. Da wird bestimmt Herr Faubel noch ein bisschen was zu erzählen. Und diese unterrichtliche Nutzung entwickelt sich viel langsamer, als Idealisten gehofft haben. Und mich wundert das als Organisationswissenschaftler überhaupt nicht. Organisationen tun sich schwer mit Innovationen, grundsätzlich, und auch die Schule, besonders so, wie sie strukturiert ist. Die aktuelle Zahl, die dann wieder alle aufgeschreckt hat, war jetzt ja gerade so eine Umfrage, ob man der glauben kann oder nicht, ist immer so offen, aber 28% der Schülerinnen und Schüler, angeblich repräsentativ zwischen 14 und 20 Jahren, nutzen Computer im Unterricht gar nicht. Also auch kein E-Content, logischerweise. Und das ist natürlich ein Ergebnis, was eher ein bisschen frustriert aus Sicht einiger. Auf der anderen Seite kann man sagen, 35% nutzen es mehr als 2 Stunden in der Woche. Das ist doch toll. Das ist doch wie das Glas, was halb voll und halb leer ist. Die Debatte ist aber schwieriger. Und die Debatte, und ich will jetzt nicht in diese Lernleistungsdebatte einsteigen, die nach PISA ja gewisse Blüten getrieben hat, sondern nur einfach 2, 3 illustre Beispiele finden, wie diese Debatte gerade aussieht. USA ist ja immer Vorzeige, schlechte Schülerleistung, aber viel Computer. Da will man jetzt die Laptops wieder abschaffen. So schafft es sogar auf die Frontseite der New York Times im Mai. Ich fand vor allen Dingen das, was auf dem T-Shirt des jungen Nerds steht, ganz interessant. I'm a drinker, not a fighter. Das fand ich informativer als den Artikel. Dann gibt es den Kollegen Neurowissenschaftler auf Ulm, Herrn Spitzer. Vielleicht haben die einige von Ihnen schon mal gehört. Vorsicht Bildschirm ist eine sehr populäre Publikation von ihm. Wunderbar zu lesen. Es ist aber Reformpädagogik im neuen Gewande, so würde ich das sagen. Es ist immer interessant, mit ihm darüber zu diskutieren. Er hat einfach bessere Bilder vom Hirn, als ich die zeigen kann. Und dann fundiert er damit seine Argumente. Und je jünger die Schüler, desto weiter müssen sie von Computern weg sein. Und er findet Gehör. Und das ist auszuhalten und zu diskutieren. Gleichzeitig, und das ist ein Ausschnitt aus Ergebnissen aus Großbritannien, gibt es, ich will das jetzt gar nicht vorlesen, signifikante Untersuchungsergebnisse, die zeigen, dass durch den Einsatz von ICT, wie die Briten das nennen, sich Unterrichtsleistungen in verschiedenen Bereichen, das ist jetzt Sek 1 und Sek 2 zusammengenommen, nicht im Grundschulbereich, dass sich Lernleistungen deutlich steigern lassen. Und jetzt, also ich glaube, nach meiner ganz persönlichen Einschätzung, es gibt da keine Wahrheit und wir werden keine kriegen. Es gibt immer diese ambivalenten Ergebnisse. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Das hilft uns für die Debatte nicht wirklich weiter. Die empirische Bildungsforschung, die freut das, da kriegen sie ja Mittel, dass sie weiter danach forschen können. Ich glaube, der Grund dafür, warum man das nicht messen kann, liegt darin, dass man nicht eine singuläre Intervention wie einen Computer in einem Klassenraum nutzen kann, um Lernleistung zu messen. Da ist das Umfeld viel wichtiger. Ich würde sogar behaupten, dass ein neu gestrichener Raum mit ordentlichen Möbeln höhere Lernleistung produziert als ein neuer Computer. Hat aber noch nie jemand untersucht. Was wissen wir aus der Forschung? Nur ganz kurz, was heißt nachhaltiger Medieneinsatz? Das hängt von vielen Faktoren ab. Es hängt natürlich von der Lehrkraft ab. Das wissen wir. Die hat einen hohen Einflussfaktor auf Schülerinnen und Schüler und auf Schule und auf Unterricht. Professionalität, Glaube, ich habe das mal als Glaube an den Mehrwert
formuliert. Also wer nicht glaubt, dass einem dieses Gerät was hilft, der kann das auch nur schwerlich seinen Schülerinnen und Schülern vermitteln. Wir haben natürlich die Schulleitung als Schlüsselfunktion in der Schule. Wenn die Schulleitung nicht mitmacht, gegen Schulleitung geht in Schule nichts. Das wissen Sie selbst, wenn Sie mit Schulen zu tun haben. Es geht immer nur mit Schulleitung und die muss man gewinnen, fortbilden, qualifizieren, sensibilisieren. Wir haben natürlich die Schülerinnen und Schüler selbst, da gibt es ganz interessante Untersuchungen dazu, wie ist das mit der Motivation und ihrem Enthusiasmus, der dann ansteckend ist auf Lehrkräfte. Gibt es ganz interessante Untersuchungen dazu, die jetzt nicht auf Lernleistung gehen, sondern was motiviert Schülerinnen und Schüler auch mit Medien zu arbeiten. Und mein Feld ist das, was ich vielleicht insgesamt als organisatorische Rahmenbedingungen bezeichne, also Ressourcen-Content, darüber reden wir heute, aber auch die gesamten Unterstützungssysteme von Lehrerausbildung, Fortbildung, Medienzentren etc., Infrastrukturbetrieb, IT-Dienstleistungen und natürlich die ganze Frage der Bereitstellung. Das soll heute im Fokus stehen. Was wir sehen in Deutschland, und ich habe mir auch Beispiele aus anderen Ländern angeguckt, und die sind so oft nicht zu vergleichen. Also Großbritannien ist sehr, sehr, sehr weit, aber es ist halt ein zentral staatlich organisiertes, sehr, sehr hierarchisches, rigides Bildungssystem mit hoher Schulautonomie. Sehr, sehr hoher Schulautonomie, so wie wir das hier nie wahrscheinlich umsetzen können werden. Deswegen muss man immer ein bisschen aufpassen. Und was man in Deutschland sieht, sind zwei eigentlich parallel laufende Tendenzen. So ähnlich wie Herr Tessel beschrieben hat, dass die Blöcke fast so wie Silos nebeneinander stehen und die sitzen sozusagen zwei Türen nebeneinander und reden aber gar nicht miteinander, haben wir hier wieder zwei eigentlich politische Tendenzen und Veränderungsprozesse, die sich auswirken auf das Thema, mit dem wir zu tun haben. Das eine ist nämlich eine massive Dezentralisierung in allen Bundesländern. Schulautonomie, Selbstständigkeit, Eigenständigkeit, jeder nennt das ein bisschen anders. Herr Tessel hat es schon beschrieben, Aachener Erklärung, regionale, kommunale Bildungslandschaften, erweiterte Schulträgerschaft, Schule, Unterricht findet in der Kommune statt, nicht in irgendeinem Bundesland. Das ist die eine Tendenz einer ganz starken Dezentralisierung. Das macht eigentlich ja alles, was man gemeinsam machen will, erstmal schwerer oder abstimmungsintensiver. Parallel dazu gibt es eine Zentralisierung. Wir fangen an, IT-Dienstleistungen zu bündeln. Es gibt zentrale IT-Dienstleister, es gibt zentrale Bereitstellung. Und da haben wir einen gewissen Widerspruch. Und in der Politik ist dieser Zusammenhang oft gar nicht gesehen, denn das sind oft unterschiedliche Entscheider, die da eine Rolle spielen. Und ich glaube, ein magisches Stichwort, was dazu passt und wie man damit umgehen kann, sind Standards. Das gilt von Bildungsstandards im pädagogischen Sinne bis hin zu Standards für Software, Infrastrukturstandards etc. Also klassisch wie die Steckdose, dass die funktioniert, wenn ich meinen Laptop hier reinstecke in Düsseldorf, genauso wie in Bremen. Das ist eigentlich selbstverständlich, aber wenn man den Abstimmungsprozess dahinter sieht, der damals stattgefunden hat, ist das ziemlich beeindruckend, dass es so weit gekommen ist. Ist ja auch in anderen Ländern nicht ganz so gut. Ich habe mal versucht, idealtypisch einen Prozess darzustellen, und will das mit ein paar Beispielen, das ist nicht vollständig, weil das wäre sozusagen ein eigenes Großprojekt und ein langer Vortrag, jetzt mal zu sagen von der Auswahl, wer ist eigentlich an der Auswahl beteiligt, also von Suchen und, ich nenne es immer viel lieber Finden, Lehrer suchen ungern, sie wollen was finden, über die Erschließung, Beratung und so weiter, also wie findet das in der Schule statt und wer ist daran beteiligt, unten stehen immer die beteiligten Institutionen oder Organisationseinheiten, dann gibt es den Beschaffungsprozess, es gibt den Bereitstellungsprozess und es gibt den Prozess des Betriebs und es gibt bestimmt auch ganz viele Unterprozesse und wir können da gerne noch drüber diskutieren. Das ist eine Vereinfachung, aber ich glaube, sie hilft uns ein bisschen, das einzuordnen. Fangen wir mal an mit der Auswahl. Wie findet heute Erschließung in Schulen statt? Also manche Lehrkräfte versuchen sich an solchen Dienstleistungsangeboten wie SODIS zum Beispiel oder ZUM, kennen die meisten von Ihnen, Zentrum für Unterrichtsmedien, sich zu orientieren. Das ist das eine, zu gucken, gibt es geprüfte Software, individuelle Lehrer. Das ist der Trend, der individuelle Lehrer. Oder Sie nutzen sowas, was ja hier bereitgestellt wird, ob das Edmond, ich mache hier keine Werbung für irgendein Produkt, ob das Edmond, Sesam und wie die alle heißen, also Mediendistributionssysteme, die ja auch eine Erschließung beinhalten. Sie orientieren sich an so etwas und können das möglicherweise sogar online beziehen. Das ist immer noch meistens der einzelne Lehrer. Oder vielleicht gibt es irgendwas, sowas wie ein Lehrer Mr. Wong. Ich weiß nicht, ob Sie Mr. Wong kennen, das ist ein Social Bookmarking System. Delicious heißt das amerikanische, Mr. Wong ist das deutsche Äquivalent. Früher war da noch so ein lustiger Chinese abgebildet, das dürfen Sie nicht mehr aus
aus Gründen der Gleichberechtigung. Die sind gerade dabei, sowas für Lehrer aufzuziehen. Typische Internet Web 2.0 Entwicklung, graswurzelartig, Verschlagwortung, Social Tags, Tech Clouds, all das macht Mr. Wong für lau. Das kostet gar nichts. Da ist noch nicht mal Werbung drauf oder nur sehr eingeschränkt. Oder, und das glaube ich ist nach wie vor die häufigste Form, wie heute von Lehrkräften, wenn sie Medien überhaupt einsetzen, also wir reden immer über die x Prozent, die keiner genau bestimmen kann. Also wenn diese x Prozent, die Medien einsetzen, was machen sie? Sie nutzen diese wunderbare Suchmaschine, keine Findemaschine. Also ich finde da wenig Dinge. Sie nehmen, das ist eigentlich, das ist der deutsche Bildungsserver. Ganz klar. Das ist der Eintritt, das ist der deutsche Bildungsserver, sonst gibt es gar keinen. Das kann man sicherlich, könnte man jetzt, wenn man aufwendig mit Google Analytics arbeitet, richtig rausfinden, wie viele Aufrufe aus Schulen kommen. Das ist der deutsche Bildungsserver. Und damit muss man sich auch auseinandersetzen. Die anderen Dinge, also wenn wir eine Befragung machen würden über deutsche Lehrer, ich weiß nicht, wie viele das überhaupt kennen, jemals gehört haben. Wie machen das Lehrer in ihren Schulen? Wir haben in einer großen deutschen Stadt oder einer deutschen Großstadt haben wir mit 160 Schulen, haben wir Lehrer und Schulen gefragt, woher bekommt eigentlich die Schule Informationen über neue Software? Und ganz deutlich, die Informationen kommen im Wesentlichen aus der Schule. Behörde, damit Schulträger gemeint und Schulaufsicht eher weniger. Fortbildung ist noch ab und zu vertreten. Verlage, Betriebe, gilt jetzt für die beruflichen Schulen oder Berufszentren, ist natürlich nochmal was anderes, ist noch weniger. Sonstiges finde ich immer interessant, wenn Sie dann nicht sagen, was Sonstiges ist. Und ab und zu guckt man auch nochmal in das Internet. Das heißt also, im Wesentlichen sind das interne Abstimmungsprozesse, die aber auf Zuruf, also das, was man im IT-Service-Management-Hey-Joe-Prinzip nennt, ist in Schulen, was Softwareauswahl angeht, exakt genauso vertreten. Also per Zufall habe ich gehört, dass der Englischlehrer was zu Englisch macht und dann frage ich ihn mal und dann gibt er mir irgendwas. Und das verursacht, glaube ich, eine Menge von Schwierigkeiten, mit denen wir zu kämpfen haben. Das sozusagen muss in irgendeiner Weise, ein solcher Auswahlprozess muss organisiert werden. Dann haben wir den Beschaffungsprozess, der sich natürlich ganz stark auf die Frage von Lizenzen, Schulbudgets, Softwarebudgets, insgesamt IT-Budgets bezieht und da wiederum unterschiedliche Beteiligte sind, insbesondere jetzt schon eben die kommunalen Schulträger und natürlich IT-Dienstleister, die ich jetzt also erstmal subsumiere. Das können ja öffentliche IT-Dienstleister sein, das können IT-Abteilungen der Kommunen sein, aber es können natürlich auch private IT-Dienstleister sein. Das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Was haben wir aus dieser Untersuchung, dieser langen Studie in dieser deutschen Großstadt rausgefunden? Das ist das Fazit in diesem Bericht. Es lassen sich 1800 unterschiedliche Softwareprodukte finden. Also wenn ich IT-Dienstleister werde, würde ich sagen, jetzt gehe ich, Dankeschön, auf Wiedersehen, mach das alleine. 1800 unterschiedliche Softwareprodukte. Und ein Großteil, und das finde ich noch viel schlimmer, ein Großteil dieser Produkte wird zudem gerade einmal von einer einzelnen Schule eingesetzt. Ein Teil der Lizenzen befindet sich inzwischen nicht einmal mehr in der aktiven Nutzung. Das ist exemplarisch. Natürlich würde jeder Schulträger behaupten, bei uns ist alles ganz anders und so weiter. Ich glaube, ich lasse das einfach mal so stehen, das ist ein Schulträger, ein großer deutscher Schulträger. Das ist das Ergebnis. Und nur als Illustration, wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie ist das in der Vielfalt von nur Windows-Betriebssystemen? Naja, alles, was man so drauf machen kann eben. Und wahrscheinlich auch mit unterschiedlichen Patches und unterschiedlichen Ständen. Das haben wir dann nicht mehr gefragt, weil dann wird man ja ganz nervös. Insofern, also mit so einem 1800 unterschiedliche Softwareprodukte und dann so unterschiedliche Betriebssysteme als IT-Dienstleister würde ich sagen, macht das alleine. Oder ihr müsst mich mit ganz viel Geld überhäufen. Und selbst dann würde ich als Berater sagen, Finger weg. Oder, und das ist jetzt nur ein Ausschnitt, jetzt will ich gar nicht im Detail dazugehen, das ist diese Aussage, wer benutzt das eigentlich? Das gibt jetzt also über alle Softwareprodukte eine Übersicht, wie viele Lehrer nutzen das, wie weit ist es in der Schule verbreitet. Und es gibt immer noch das beliebte Budenberg in Grundschulen, was wenigstens zu 44% von allen Lehrkräften schulweit genutzt wird. Wenigstens 44%. Muss man sich, gut, das ist jetzt relativ unproblematisch, was die Kosten angeht, aber andere sehen wir, also so Mäuselotte und Co., 13% eine Lehrkraft. Oha.
Das ist kein Lizenzmanagement. Die Frage geht nämlich dahin, was ist eigentlich diese Qualität dieser Produkte und wie sieht dieses Lizenzmanagement in Schule aus? Also es ist ein Hey-Joe-Prinzip. Wir haben für die gleichen Lernbereiche ziemlich alles, was man so kriegen kann. Wir haben je nach Schule wieder unterschiedliche Versionsstände, also auch keinerlei einheitliche Struktur. Teilweise variiert das zwischen Räumen und im Worst Case sogar zwischen Rechnern. Alles zu finden. Wir haben im Wesentlichen Einzellizenzen, also diese Lizenz, da komme ich später nochmal dazu, dieses Lizenzmanagement ist auch schwierig für Schulen. Das ist absolut undurchschaubar. Und wir reden, das sind ja Lehrer. Keine Juristen, keine Informatiker, das sind Lehrer. Dafür sind sie ausgebildet und das machen sie, zumindest die meisten, ganz gut. Aber sie sind keine Lizenzmanager und auch keine Change Manager oder solche merkwürdigen Dinge. Insofern ganz schwierig. Die Lizenzen, die Lernprogramme, die es immer noch gibt und man mag es, ich meine, wir sind in 2007, es gibt immer noch nicht netzwerkfähige Software in diesem Bereich. Das erfreut den IT-Dienstleister ganz besonders, wenn er das sieht. Oder paketierbar, das sind dann technische Details, da können die IT-Dienstleister viel mehr zu erzählen in den Workshops. Die Lizenzierung, und das ist der einzig politisch korrekte Ausdruck, den Sie von mir dazu finden werden, sie bleibt in vielen Schulen unklar. Schulen sind chronisch unterlizenziert. Mehr werden Sie politisch dazu von mir nicht hören, denn das ist bestimmt einklagbar und irgendwie Breiter hat gesagt. Aber die stehen alle mit mindestens einem Bein im Gefängnis, wenn man das ganz wirklich realistisch betrachtet. Und das kann kein Zustand sein, den ein staatliches Bildungswesen erträgt, glaube ich. Es gibt, das ist sehr pauschal, aber in vielen, vielen dieser Kommunen überhaupt gar keine Vorbereitung. Da kann jeder installieren, wer will. Das macht es auch schwierig. Insofern ist Beschaffung und die ganze Frage, woher kommen Lizenzen und wer überprüft Qualität und so weiter, äußerst schwierig. Und wenn wir dann überlegen, wer stellt eigentlich die Software oder den E-Content bereit, dann haben wir sicherlich ganz unterschiedliche Teilprozesse. Und ich habe mir mal zwei rausgegriffen. Der eine ist der Bereich Softwareverteilung. Das ist für die IT-Dienstleister die einzige Überlebenschance in diesem Feld, dass sie zentral Software verteilen können. Setzt voraus, dass die Software halbwegs standardisiert ist, eigentlich vollständig. Und das ist aber kein Problem, was die Schulen haben, sondern das ist ein Problem, was es auch in Unternehmen gibt. Also das Client-Management ist für Unternehmen das teuerste, was es gibt. Das ist nach wie vor schwierig. Also da ist die Schule nicht einzeln, aber Unternehmen haben nicht 1800 unterschiedliche Softwareprodukte. Insofern haben wir hier alles, was sich sozusagen mit der Frage beschäftigt, wie kann ich zentral über das Netz Software verteilen, macht es schwierig. Und warum macht es das so schwierig? Weil wir kaum technische, bis auf wenige Ausnahmen, da werden wir ja bestimmt in den Workshops auch was zu hören, wirklich technische Zertifizierungen haben. Welche Software pädagogisch, das ist die eine Seite, komme ich gleich noch dazu, aber auch eine technische Zertifizierung, welche Programme passen auf die Infrastruktur, die der Schulträger zur Verfügung stellt. Es gibt keine bundesweite Lösung, auch wenn das mal suggeriert wird oder übertragbar. Das ist sehr spezifisch, das hängt ja schon von Ihrem Netzdienstleister ab. Die einen nutzen das große T, die anderen nutzen ihre Inhouse-Telekommunikationsdienstleister. Schon da gibt es erhebliche Unterschiede. Also es muss auf die Infrastruktur passen, die in Schulen vorhanden ist. Paketierung, Skriptierung, alles dieses, wie kriegt man also den Warenkorb auf den Schulcomputer, da werde ich aber gleich noch dazu kommen. Der zweite Teilprozess, wenn wir über Bereitstellung reden, ist die Frage, wie macht man ein ordentliches Lizenzmanagement? Und Lizenzmanagement setzt voraus, dass wir Berechtigungen haben. Und schon sind wir in einem Gebiet, was, ich sage es mal salopp, ein richtig schweres Schiff ist. Wir sind nämlich im Bereich Identitätsmanagement. Und das in Kombination sozusagen mit Mediendistributionsangeboten bringt nochmal eine ganz neue Dimension. Das setzt aber voraus in einem Identitätsmanagementsystem, dass ich weiß, wer meine Nutzer sind. Da tun sich Kommunen im Allgemeinen sehr schwer, genau zu wissen, zumindest auch in einer elektronisch handhabbaren Form, wer eigentlich in den Schulen so ist. Also wir haben in einer anderen großen deutschen Stadt mal versucht, über den Schulträger herauszufinden, wie viele Lehrkräfte in den Schulen unterrichten. Das weiß er nicht. Das weiß er nicht. Und dann sind wir zur staatlichen Schulaufsicht, das wissen die auch nicht.
Und dann muss man bis zum Kultusministerium gehen und da kriegt man dann die Informationen nicht, weil es irgendwie Geheimhaltung bla 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 ist. Das macht es schwer, ein Identitätsmanagement aufzubauen. Aber das ist sicherlich etwas, wenn wir über Lizenzen, Distribution reden, wird ein richtig wichtiger Schritt sein. Die Universitäten sind in dem Fall ein bisschen weiter, nicht immer, aber in dem Fall sind sie, was ihre Infrastruktur angeht, ein bisschen weiter. Es gibt schon übergreifende Identitätsmanagementsysteme. Liegt aber auch daran, dass die Studentenverwaltung schon sehr weit automatisiert ist und tun sich aber auch schwer, wenn es um verteilte Systeme geht, um Zugang. Da reden wir über Bibliothekssysteme, die angeschlossen werden. Das Beispiel hier ist aus einem großen DFG-Projekt zum Aufbau von integriertem Informationsmanagement. Denn das Ziel muss sein, dass was da unten in dieser kleinen, unscheinbaren, grauen Wolke steht, nämlich ein Single Sign-On. Also der direkte Zugriff mit einem Passwort auf alle Materialien, Inhalte, Copyright-geschützten Werke etc., auf die ich eben Zugriffsrechte habe. Und das ist, glaube ich, eine Zukunftsperspektive, die im Bereich der Bereitstellung, neben den vielen anderen, wo sie sich viel besser auskennen, ich habe ja gesagt, ich lehne mich ein bisschen weiter aus dem Fenster, was so in Zukunft noch ansteht, was in Zukunft, glaube ich, ganz wesentlich sein wird. Letzter Teilprozess, ohne dass ich das jetzt in extenso dargestellt habe, ist der Bereich Betrieb, also das, womit sich IT-Dienstleister tagtäglich rumschlagen dürfen und immer noch in der Mehrheit Lehrkräfte, also Störungsbehandlung, Veränderungsmanagement, Problemmanagement bis hin zu Schulen und Schulungen und so weiter. Und da kann man eigentlich nur sagen, das ist ganz einfach, wie man das macht. Das macht man so. Man macht es einfach mit Eitel. Und dann ist man fertig. Aber Eitel-Einführungen, das ist jetzt sozusagen die neue Version Eitel, sind schwierig, aufwendig. Wir sind an einigen Projekten beteiligt, wo IT-Dienstleister, die für Schulen Dienstleistungen anbieten, sich nach Eitel ausrichten. Es ist ein Prozessmodell, mit dem man sehr gut arbeiten kann. Es ist ein Rahmenmodell, es sind gute Beispiele. Es ist ja kein theoretisches Modell von irgendeinem Wissenschaftler, zum Glück nicht, sondern das ist was, was man nutzen kann. Aber dieser ganze IT-Betrieb und die Kolleginnen und Kollegen aus den Rechenzentren werden da sicherlich eine ganze Menge zu erzählen können, die das auch zum Teil eben auch schon machen oder weitgehend machen. Das ist eine Form, wie man den IT-Betrieb in Schulen wirklich realisieren kann. Ich will jetzt gar nicht auf die einzelnen Teilbereiche eingehen. Auf den Folien sind die da noch mal ein bisschen weiter erklärt. Das will ich mir schenken, weil es ist ja keine Eitel-Einführung. Wo liegt jetzt eigentlich das Problem? Wir haben Eitel, wir haben Sesam Edmond, wir haben sozusagen ganz viele engagierte Lehrkräfte. Ich glaube, das Problem liegt auf vier Ebenen. Erstens, es sind einfach zu viele Akteure. Und jeder, und das ist ja bei Bildung so, da kann ja jeder mitreden. Wir waren alle mal in der Schule, irgendwie im Verwandtenkreis, Bekanntenkreis gibt es einen Lehrer und deswegen wissen wir, wie Schule funktioniert. Es ist leider so. Wir kriegen das auch immer mit, da kann jeder mitreden. Und das macht es schwierig. Und Herr Tessler hat es schon gesagt, die Zukunft ist irgendwann mal eine Auflösung von innerer und äußerer Schulangelegenheit. Im Moment ist das, je nach Bundesland, massives Hindernis. Eigentlich ist das eine Katastrophe. Aber wir kämpfen. Wir sind da aktiv und kommen ja mit solchen Beiträgen auch in die Politik hinein. Und Schulselbstständigkeit, prima. Aber nur bei Standards. Und nicht nur Bildungsstandards, die überprüfbar sind, sondern eben auch Infrastrukturstandards. Denn sonst haben wir da einen Wildwuchs, den fängt niemand mehr ein. Und dann fangen Schulbuchverlage an, mit jeder einzelnen Schule zu verhandeln. Viel Spaß, können Sie ein paar Leute noch einstellen. Und die Schule hat kein Geld, weil sie gar kein Etat hat. Also das ist ein echtes Problem. Zweitens, diese ganze Frage der Anbieterlandschaft. Ich komme zum Schluss noch bis ein paar provokative Thesen. Wir haben die großen Verlage, kleine Nischenanbieter, die tolle Sachen machen. Wir haben das FWU, wir haben die Medienzentren, jeder produziert irgendwas. Und dann haben wir natürlich Lehrkräfte selbst. Interessantes Copyright-Problem. Und auch ein Qualitätsproblem manchmal, vielleicht. Und wir haben User-Generated Content. Und das ist ja das Mega-Stichwort. Und da komme ich zum Schluss nochmal drauf. Das hatte ich schon gesagt, diffuses Lizenzmanagement, also aus Sicht von Schulen und versuchen Sie sich mal wirklich in eine mittelgroße Schule, eine Schulleitung hineinzuversetzen, die jetzt nicht IT-Profi ist und die soll das Lizenzmanagement, was in Deutschland existiert, durchschauen. Keine Chance. Keine Chance. Sie kriegen Lizenzen, also da kann man wunderbare Anekdoten erzählen, wenn man fragt, wie viele Lizenzen habt ihr? Und dann sagen die, ja, wir haben 20 Lizenzen gekauft von dem Produkt A. Prima, wo sind die denn?
Ja, die sind hier im Schrank. Und dann holt er das raus und dann hat er nur noch eine CD und da ist die Lizenzaufdruck drauf. Und wo sind die anderen 19? Ja, haben wir dann weggeschmissen. Wir haben ja eine. Und dann? Das ist Realität. Das ist aber nicht transparent. Und wenn er alle 20 CDs aufheben muss, dann brauchen wir neue Schränke, das wird den Schulträger freuen, brauchen wir neue Gebäude. Also man muss sich da schon ziemlich viel Gedanken machen aus Anbietersicht, da sind Sie auch als Schulbuchverlage letztendlich gefragt, aber eben auch aus Schulträgersicht, wie man diese diffuse Lizenzlandschaft irgendwie ein bisschen transparenter aus Sicht von Schulen macht. Denn der Schulleiter lässt die Finger weg. Wenn wir Schulungen mit Schulleitern machen und erzählen die rechtliche Situation, haben die alle Angst. Das kann es auch nicht sein. Dann die ganze Frage, wie passt man eigentlich Infrastruktur an, was kann man eigentlich in dieser Dienstleisterlandschaft tun? Es kommen ja immer wieder neue Dienstleister rein, insbesondere private Unternehmungen, die dann wieder den Kämmerer oder den Oberbürgermeister ansprechen und sagen, wir können Schulsupport. Ich kann aus unserer Erfahrung sagen, es gibt keinen einzigen privaten IT-Dienstleister, der bisher in der Lage war, kostengünstig, dauerhaft IT-Support für Schulen anzubieten. Haben wir noch nicht gefunden. Ich lasse mich gerne überzeugen, dass es in Public-Private Partnerships gibt es die, aber alleine sind die alle ziemlich flach wieder gelandet, weil Schulen einfach verdammt kompliziert sind. Wie könnte so ein Prozess aussehen? Also sagen Integration von E-Content könnte so verschiedene Aspekte haben. Es könnte so sein, dass man sich aus Sicht eines kommunalen Dienstleisters erstmal Gedanken macht, und das ist ein hartes Geschäft und aufwendig. Was ist überhaupt in Schulen? Also diese 1800 Softwareprodukte wurden ermittelt, indem wir Studierende in jede einzelne Schule geschickt haben. Und zum Teil wusste überhaupt niemand irgendwas und dann mussten sie jeden einzelnen Rechner anmachen. Das ist aufwendig. Aber wenn sie den Ist-Stand nicht erheben, können sie auch kein Zollkonzept entwickeln. Das ist wie bei dem Kühlschrank und dem vergammelten Joghurt. Und dann ist es die Frage, was gibt es eigentlich schon von zentral beschafften Programmen? Ist hochinteressant. Es gibt ja viele. Es gibt Landeslizenzen. Wissen das die Schulen? Wo sind die? Wer benutzt die? Ist das überhaupt notwendig? Also vielleicht hat die Landeseinrichtung oder eine Regionaleinrichtung völlig am Bedarf der Schulen vorbei bestellt. Das weiß man oft gar nicht. Also Empfehlung, mal eine solche Ist-Analyse zu machen, ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Und dann zu gucken, wie findet eigentlich auch sowas wie pädagogische Softwareberatung statt. Wo geht eigentlich Schule hin, wenn sie jetzt nicht googelt? Oder ein einzelner Lehrer, wenn sie wissen will, was kann ich eigentlich machen? Und zwar im Unterricht, nicht was kann man abstrakt mit dem Produkt A machen, im Unterricht, in meinem Fach, in meinem Gebiet. Der zweite Schritt wäre dann so etwas wie ein Eitel würde es Change Advisory Board nennen, aber sowas wie ein Softwaregremium zu bilden aus genau den Akteuren, die dabei eine Rolle spielen. Aus Schule, aus Kommune und die zum Teil das Geld natürlich bereitstellen müssen und die IT-Dienstleister, um überhaupt zu schauen, wie kann man das technisch, pädagogisch und technisch zertifizieren und das dann eben auch kontinuierlich vorzuschreiben. Das ist das, was man irgendwie erstmal einfach mit Warenkorb beschreibt, aber die Erfahrungen sind, dass dieser Prozess, dorthin zu kommen, extrem schwierig ist. Lehrkräfte sind nach wie vor Einzelkämpfer und wissen viel besser. Und diese Warenkorb-Definition, da kann man dann auch klare Lizenzmodelle, also in Großbritannien gibt es, zentralstaatlich organisiert, es gibt einen Rahmenvertrag für alle Softwareprodukte und es gibt eine landesweit eingerichtete Plattform, über die man alle curriculumsrelevanten E-Contents, wenn man das jetzt so nennen darf, abrufen, die Bewertung kriegen kann und eine Transparenz hat, ist das eine Schullizenz, ist das eine Jahreslizenz, ist das eine Nutzung und so weiter, kennen Sie sich viel besser aus, was es alles für Lizenzformen gibt, das verstehe ich ja schon nicht mehr. Insofern könnte man das in so einem Schritt machen. Was ist aus meiner Ansicht eines der wichtigsten Themen für die Zukunft, sind die Abstimmungsarenen, in denen sowas überhaupt stattfindet, also dieses sogenannte Change Advisory Board. Und das wird es auf unterschiedlichen Ebenen geben, weil Schulen eben anders funktionieren als die Sparkasse. Man könnte ja Schulen wunderbar vergleichen mit der Sparkasse, die haben auch 160 Filialen in der Großstadt, wahrscheinlich meistens ein bisschen mehr, aber die haben vielleicht 20 Produkte und nicht 1800. Und es sind Sparkassenbeschäftigte, denen man sagt, ihr habt das so zu machen und ihr kriegt kein Administrationspasswort und das ist so und wenn ihr das nicht macht, dann, weiß ich nicht genau, kommt erstmal der Betriebsrat. Das geht in Schulen nicht. Das können Sie keinem Lehrer so sagen.
Das können Sie sagen, das tun ja ganz viele Lehrern was sagen, aber Sie machen bestimmt was ganz was anderes. Ich habe mir mal erlaubt, eine vereinfachte Darstellung unseres kuriosen deutschen Bildungssystems zu machen. Also wir haben das Land, das sind jetzt nicht alle Landeseinrichtungen drin, na klar, aber mit einem Landesmedienzentrum ist jetzt nicht für spezifische Bundesländer gedacht, also sowas wie ein Landschaftsverband in NRW, das ist schon eine ganz, ganz, ganz besondere Konstruktion, gibt es aber in anderen Bundesländern so nicht. Erstmal vereinfacht, dann haben wir natürlich die Schule. Und irgendwie gibt es sowas wie einen Medienentwicklungsplan, der inhaltlich ja definiert, oder IT-Plan oder Medienkonzept, was die Schule eigentlich will. So der fromme Wunsch. Und die Schule hat irgendwie sowas wie einen Medienkoordinator. Und dann gibt es die Kommune, ich habe sie mal so halb schräg daneben gemalt. Man möge mir das verzeihen, es ist eine Vereinfachung wirklich. Da gibt es ein Schulamt und es gibt ein IT-Amt und dazwischen stecken die Medienzentren. Das ist in Bundesland ein bisschen anders organisiert, aber im Kern ist das irgendwie geteilt, das Medienzentrum. Und es gibt meistens einen Vertrag und irgendwie gibt es eine Verbindung zu einem Landesmedienzentrum. Soweit die klassischen drei Spieler. Wie geht das jetzt weiter? Jetzt gibt es noch IT-Dienstleister, externe, kommunale, aber irgendwie extern, die möglicherweise nicht direkt zum Schulamt gehören, die in irgendeiner Weise mit Service-Level-Agreements, so hoffen wir doch, vertraglich gebunden sind und bestimmte Dienstleistungen zu erbringen haben. So, wie findet jetzt eine solche Abstimmung stattfinden? Ich glaube, man müsste wahrscheinlich erstmal sowas bilden in der Schule und da muss man Schulen darauf vorbereiten, wie ich nenne es jetzt mal Schul-CAP, Change Advisory Board, nennen Sie es, wie Sie wollen, aber es braucht ein Abstimmungsgremium in der Schule, wo meiner Ansicht nach auch Eltern und Schüler, je nach Alter natürlich, mit drin sein müssen. Was braucht die Schule eigentlich für Software für ihren spezifischen Bereich? Das kann nicht auf Basis des Zurufens einzelner Akteure passieren. Das funktioniert nicht. Zumindest nicht, wenn man es in diesen Ebenen abstimmen muss. Dann wird es sowas geben müssen, wie ich nenne es jetzt mal kommunales Change Advisory Board, wo natürlich die Schulaufsicht drin ist, vielleicht auch die Lehrerausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen. Die Medienberatung NRW hat ja auch so ein Beratungskonzept integriert, also nicht mehr E-Teams nur speziell für Medien, sondern integriert auch Fortbildung, halte ich für ganz schlau. Die müssen drin sein, das Medienzentrum muss drin sein, das Schulamt, da kommt das Geld her, ein IT-Amt oder gegebenenfalls auch der IT-Dienstleister. Und ich glaube, letztendlich muss auch auf der Landesebene, über Bund wage ich gar nicht zu träumen, aber auf der Landesebene müsste es auch ein solches Board geben, wo dann auch Hersteller, Anbieter, Verlage etc. mit involviert sind, das Landesmedienzentrum, aber auch die kommunalen Spitzen, um ein Verständnis darüber zu erwirken, was heißt auf Landesebene Landeslizenzen und was braucht man eigentlich und welche Abstimmungen gehen dann wieder nach unten. Das ist frommer Wunsch, gibt es natürlich immer in einzelnen Fällen schon, aber in der Gesamtmenge eigentlich gar nicht. Und abschließen will ich mit fünf Thesen, die meiner Ansicht nach ganz gut zusammenfassen, wo wir gerade sind. These 1. Die Lizenzmodelle der Softwareanbieter sind für Schulen kaum verständlich, sehr, sehr intransparent, teilweise bewusst intransparent gehalten. Es gibt gerade eine groß angelegte Initiative in Großbritannien, der dortigen, Agentur für IT im Schulbereich BECTA gegen Microsoft und Microsofts Lizenzmodelle, und zwar massiv. Und da kommt ein ganzes Land, also ein Staat, und verhandelt mit Microsoft. Das ist natürlich ein bisschen besser als das kleine Land Bremen oder Saarland oder so. Oder die Gemeinde in der Oberpfalz. Das ist klar. Und die greifen das massiv an, weil sie auch kritisieren, dass da bewusst fehlgeleitet wird und Bildungseinrichtungen stark benachteiligt werden. Wollen wir mal abwarten, was die erreichen. Der Ruf nach Open Source ist groß, aber die Angebote sind mau. Und dementsprechend muss man auch da abwarten, inwieweit man das hinbekommt. Insofern wird es professionelle Softwareherstellung geben müssen, aber bitte mit finanzierbaren und vor allen Dingen verständlichen Lizenzmodellen. Zweite These, User-Generated Content verdrängt die professionellen Anbieter, weil Lehrkräfte so arbeiten wie früher, nämlich mit Zeitungsschnipseln. Oder suchen sie sich im Internet, bei Google oder bei Lehrerwong. Oder bei Zoom oder wie sie alle heißen mögen. Und wir werden ja das in den nächsten 5 Jahren erleben. Die Lehrkräfte werden sich darüber das beziehen, weil die Software ihnen zu teuer ist, zu schwierig. Da müssen sie ja in so ein Change Advisory Board und erstmal beantragen, dass für Bio Klasse 7 dieses E-Content besonders gut ist. Warum sollten sie es tun? Dann nehmen sie es einfach aus dem Netz.
und beurteilen selbst die Qualität. Das wird richtig zunehmen, glaube ich, und die Infrastruktur ist mittlerweile relativ gut dafür. Die Frage wird sein, wie verändert sich da der Markt? Das gilt nicht nur für den Schulbereich. Drittes, ich glaube, wir müssen die Schulen dazu zwingen, in eine solche Standardisierung zu gehen. Und das wird ein hartes Brot. Denn wir können einen effektiven, effizienten, kostengünstigen, nachhaltigen, funktionierenden Support nur dann anbieten, wenn wir standardisierte Infrastruktur haben. Ansonsten können wir das vergessen. 1800 Softwareprodukte ist schlichtweg indiskutabel. Und wenn dann jeder Hans und Franz in der Schule aus irgendeiner Fortbildung irgendeine CD mitbringt und meint, die müsste jetzt nun irgendwie auf diesen Rechner gehen, das geht nicht. Also ich würde das einfach nicht mehr zulassen, aber Sie wissen genau, wenn Sie das nicht mehr zulassen, dann sitzen Sie, also bei uns haben Sie früher bei Willy Lemke auf dem Schoß gesessen, jetzt ist er ja nach New York abgewandert, aber der war früher unser Bildungssenator, oder Sie haben ihn bei Werder getroffen und haben gesagt, das ist alles scheiße hier. Ich sage das mal, und so wird da gesprochen, Herr Lemke ist eher ein rustikaler Mensch. Dann hat Herr Lemke den IT-Dienstleister angewiesen und gesagt, alles wieder aufmachen. Und schwupp hatten alle Lehrer wieder Administrationspassworte. Das ist Politik und so funktioniert es bestimmt nicht nur in Bremen. Sie können bestimmt auch die einen oder anderen Anekdoten dazu erzählen. Die pädagogische Freiheit, und das ist unmittelbar damit verbunden, macht zentrale Lösungen unmöglich. Dieses Zurückziehen können von Lehrkräften auf, das ist meine pädagogische Freiheit und ich weiß ganz genau, was ich an Material brauche und im Zweifelsfalle nehme ich eben das und teilweise noch verklärt mit so einer Vorstellung von bei Lizenzverstößen bestrafe ich ja nur diese großen Hersteller und da ist es ja sowieso nicht schade drum, die haben ja sowieso genug Geld. Also insbesondere den Monopolisten natürlich im Westen der USA, aber das kriegt man ganz oft zu hören. Macht doch nichts. Eine Lizenz mehr oder weniger, ist da egal. Da fehlt noch ein bisschen das Unrechtsbewusstsein, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und solange jede Schule und das die Selbstständigkeit wird das verstärken, für sich selbst sorgt, werden natürlich solche zentralen Lösungen immer schwieriger und Standardisierung kaum noch erreichbar. Und last but not least, das ist was wir vielleicht, Herr Tessel und ich, so ein bisschen immer forcieren. Diese Struktur im deutschen Schulwesen lässt mich wirklich teilweise verzweifeln, wenn man sinnvolle Lösungen aufbaut. In dem Zweifelsfalle gibt es einen kommunalen Spitzenverband aus der Kommune hinter Tupfingen, die das alles torpedieren können, weil sie das nicht für richtig halten. Also das ist sicherlich ein Problem. Einige Bundesländer sind auf ziemlich gutem Wege, da werden wir in den Workshops was zu hören. Ich habe versucht, ein bisschen rundum zu schlagen und vielleicht ein paar ganz gute Ideen mit rüberzubringen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und jetzt gibt es Kaffee, glaube ich, ne? Thank you.